Aber er ist ein Schnelldenker, denn er ist ein Commodities Trader in der City of London. Aber es hat gar keinen Sinn, mit so jemandem zu diskutieren. Denn wie in einer Gebetsmühle wiederholt er ununterbrochen: Wir wollen wieder selbst entscheiden, wir wollen nicht diesen Moloch von Brüssel untertan sein und wir wollen wieder selbst entscheiden. Ja? Er weiß zwar nicht genau, worüber er entscheiden will, weil die Problematik der City of London ist ganz dramatisch. Nun, aber er gehört zu all den Populisten, die ja nun in Europa wachsen wie die Pilze. Sie wissen, wir haben in den Niederlanden den Gerd Wilders, der jetzt sogar eine Allianz bildet, eine rechte Allianz im Europäischen Parlament mit der Marine Le Pen. Wir haben dieselben Parteien wachsend von Finnland, die alte Partei, also Trufins, sind jetzt die Finnen, die Dänen. Der Leiter der dänischen Partei hat großen Erfolg damit gehabt, dass er Zweifel an der Identität seines Landes dadurch hat, dass wegen Brüssel geworben würden, die Weißwurst verbieten aus Brüssel heraus. Das wäre eine ähnliche Entwicklung. Und wir haben die Parteien in Osteuropa, darüber wird nachher Professor Lendweig besonders referieren. Und wir haben in Griechenland, die ja keine Tradition der Faschisten haben, eine faschistische Partei, der Goldene Morgen, der sich nicht scheut, auch Leute umzubringen. Wir haben in Ungarn eine sehr unglückliche Situation mit der gegenwärtigen Regierung, die aber noch eine extrem rechte in Form von Jobbik hat und so weiter und so fort. Ich finde es geradezu grotesk, dass wir in einem Jahr, wo wir besonders und auch die deutschen Historiker eigentlich an den Ersten Weltkrieg denken und daran arbeiten, in dem nun das alte Europa untergegangen ist. Und wo jeder in seiner Familienchronik nachschauen kann, welcher Großvater in Amisonzo oder in Verdun gefallen ist, zum Krüppel wurde. Und das Gleiche kann man mit den Vätern im Zweiten Weltkrieg verfolgen. Und die unzähligen Millionen von Müttern, von alleinerziehenden Müttern, das waren nämlich alles alleinerziehende Mütter, wenn man an das heutige Getue denkt. Und gerade jetzt wächst dieser Populismus in überwiegend rechtslastige Populismus. Und ich denke, wir werden darüber sehr intensiv etwas hören von Professor Lendweig, genauso wie wir nachher heftig und darum bitte ich diskutieren können. Bravo. Nun, wir haben das Glück, dass wir heute Professor Paul Lendweig wieder bei uns haben. Er ist eigentlich ein Freund der Gesellschaft und ein guter Bekannter von vielen der Anwesenden hier. Professor Lendweig ist nicht nur ein bekannter Journalist, er ist eigentlich eine Institution. Und er ist in zweifacher Hinsicht eine Institution. Er ist ein Vertreter des Mythos Mitteleuropa und er ist ein Vertreter der realen Analyse und Kritik der ost- und mitteleuropäischen Politik. Und vor der Wende hat jede Regierung in Ost- und Mitteleuropa mit Argusaugen auf jedes Wort seiner Kommentare gehört. Und dazu gehört natürlich sehr stark die Europäische Rundschau, die eben im Ende des vergangenen Jahres das 40-jährige Jubiläum gefeiert hat. 1973, interessanterweise von Bruno Kreisky und seinem Gegner, dem Herrn Klaus, gegründet. Und seither ist es das Sprachrohr, das nun geleitet und
geführt wird von Professor Lenwey. Wie Sie aus der Einladung gesehen haben, ist er nicht nur, hat er nicht nur diese Funktion, sondern er ist über 12 Jahre, was ich nicht wusste, aber gerade erfahren habe, weil ich die Financial Times in der Hand hatte, 12 Jahre Wiener Korrespondent der Financial Times gewesen. Er hat für den ORF ebenso über ein Jahrzehnt gearbeitet und gibt jeden zweiten Dienstag, meine ich, im Standard seinen Kommentar ab. Und er hat mir vorhin einen Spruch von Thorberg genannt, ich glaube, und nachher wahrscheinlich auch lebt: Ich höre erst auf, wenn dir etwas ganz entscheidend misslingt. Und ich darf Sie alle sehr herzlich zu diesem Abend begrüßen. Ich darf ganz besonders begrüßen die Botschafterin der Slowakei, Frau Lambertini, wo ist sie? Und dann den Generalkonsul Österreichs, Koller hier vorne, den Präsidenten der Österreich-Bayerischen Gesellschaft, Paul Wieland, und last but not least Franz Maget, den langjährigen Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags.